Hallo und willkommen zurück zu Grand Ages Medieval, ein Spiel, das ich leider nie hundertprozentig richtig aussprechen kann, aber das trotzdem Spaß macht. Bin immer noch leicht skeptisch darüber, wie das genau alles verlaufen wird. Aber wir haben jetzt eine neue Aufgabe bekommen, das haben wir in der letzten Folge uns durchgelesen. Wir sollen jetzt eine Straße nach Constanta bauen, damit sie quasi eine gute Anreise haben kann. Dafür müssen wir wahrscheinlich dann noch Bautrupps rekrutieren, aber was wir als erstes machen müssen, wir müssen erstmal die Stadt finden. Nordöstlich soll das liegen. Ich weiß nicht, wie der jetzt da hinkommen will, aber anscheinend kann er gut klettern. Constanta liegt am Schwarzen Meer, also muss es ja hier sein. Müssen wir ja gar nicht in die Berge schicken. Da ist Konstantinopel. So, da muss es also noch weiter oben liegen. Fast da! Ziel nicht erreichbar, Ziel nicht erreichbar. Na, Konstantinopel ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt hier in der Region. Kein Ding. Kein Ding, natürlich. Wie gesagt, diese jugendliche Sprache macht mich ein bisschen... Aufsitzen! Da sollen wir also hin. Jetzt sind wir so ein Pfadfinder. Jetzt haben wir schon 4 von 10. da ist Constanta. Was ist denn hier? Ein Karren. Ich würde erstmal gern dahin gehen. Der Handelsweg nach Constanza wird seit dem letzten Krieg nicht mehr instand gehalten. Es ist gut, wenn ihr euch darum kümmert, denn ich werde höchstwahrscheinlich über Constanza nach Sofia reisen. Okay, hier unten wird wohl gekämpft. Sensationell. So, hier wird jetzt durchgekämpft. Wie man sieht, epische Schlachten, das ist wie Herr der Ringe. Wahnsinn. Auf, mach ihn platt. Noch geht's ihm ganz gut, oder? Noch die fesche Frisur sitzt. Jetzt machen wir halt. Wahnsinnig gut animiert. Unglaublich. Wir kommen im Jahr 2015. Endlich epische Schlachten in grandioser Grafik. Oh, ist das nervig. So, was sollten wir jetzt machen? genau. Wir sollten im Gasthof einen Bautrupp anheuern. Das sollten wir machen. Und da die Straße hier von Constanta nach Konstantinopel und hier runter führt, nach Thessaloniki, gibt es aber keine direkte Verbindung. Also müssen wir die Straße quasi hier runter verbinden. Nach Thessaloniki. Jetzt müssen wir erstmal einen Bautrupp rekrutieren. Das mit dem Scrollen ist auch manchmal noch ein bisschen anstrengend. Da haben wir den Gasthof. Siedler, Bautrupp. Und da müssen wir jetzt einen anwerben. Kosten 4000, benötigte Arbeitskräfte 20, 33 sind vorhanden. Dauer in Wochen 2, Sichtweite 10. Genau, werben wir mal an. So, erledigt. So, wir müssen gleich mal schauen, was der Speer gemacht hat. Ob er noch lebt. Ach, der kämpft immer noch, der Gute. Gut, dass die Schlachten auch nicht lang dauern. Wir können auch einfach mal flüchten. Der Karren liegt da so unschuldig rum. Den wollten wir ja eigentlich nur haben. Okay, okidoki. Jetzt gehen wir mal weiter weg. Ich glaube, wenn da so ein Licht rausscheint, dann ist da auch immer ein Karren oder sonst irgendwas. Das haben wir hier, Dolmen. Da könnten wir auch mal mit unserem Speer dann irgendwann hingehen, um das Ganze ein bisschen zu entdecken. In Sofia geht es jetzt auch schon ein bisschen schlechter. Ich wundere mich sowieso, dass da gerade Reichtum war, obwohl hier ja eigentlich nichts vorhanden ist. Da gibt es ja kaum Waren, also die haben ja gar nichts. Also sehr, sehr wenig vorhanden. So, jetzt müssen wir schauen. Das dauert 2 Wochen, glaube ich, bis da die Speer die Bautrupps produziert wurden. Handel, Verbrauch, alle Städte, Produktion. Genau, hier unten war das im Gasthof. Da sieht man auch schon, wie weit der Fortschritt ist. Karren gibt es hier. Ah, da kann man also auch Karren bestellen. Guten Tag. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Nö, alles ist gut. Ah, da können wir tauschen. Ah, auch nicht schlecht. Gut zu wissen.
haben wir das auch mal rausgefunden. Stell das jetzt mal wieder ein bisschen schneller. Geld haben wir ja zum Glück noch genug. Unser Händler müsste auch bald mal angekommen sein, oder ist er schon da? Hier, Krasimir Horvath ist doch schon wieder angekommen. Können wir hier ein bisschen was verkaufen. Ein paar Ziegel, ein paar Metalle, Getreide ordentlich. Und dann können wir wieder Felle mitnehmen. Aber ist jetzt natürlich blöd, da ein bisschen hin und her zu fahren. Wolle wieder. Zwischen den zwei Städten hier. Ja, okay. Das lassen wir mal lieber. Früchte macht keinen Sinn. Diplomatie sind auf 46%. Vielleicht können wir ja hier unten auch mal... Das ist unmöglich. Ah, die können doch nicht mal in die Nähe fahren. Die können, müssen also direkt in die Stadt rein. Nur mit den Speeren kommt man dahin. Sehr wohl. Okay, legt eine Strafe von Sofia nach Konstanza fest. So, wie mache ich das denn jetzt? Das wäre ja ganz nett zu wissen. Wie baue ich denn jetzt, wenn ich hier den Bautrupp anwähle? Dann kann ich anscheinend hier Straße festlegen, Straße ausbauen. Noch nicht erforscht, abreißen, Einheit auflösen. So, dann machen wir das doch jetzt mal. Ach so. Transitabkommen benötigt. Wenn ich jetzt Konstanza wähle. Ah, das geht dann automatisch. Okay, dann wird jetzt hier diese Straße gebaut. Ach so, und jetzt muss ich es noch bestätigen. Eine gute Wahl. Ah, das war eine super Wahl, die ich da getroffen habe. Und jetzt haben wir eine Straße festgelegt. Wahnsinn. Werter Leon, ich höre, ihr habt eine neue Hauptstraße anlegen lassen. Sehr gut, ich wünsche eine Stärkung des Handels in meinem Reich. Nutzt jetzt die Gelegenheit, das Vertrauen der Stadtväter in euch zu festigen. Sprecht mit dem Bürgermeister von Konstanza und verschafft euch eine Handelslizenz. Ich werde ein gutes Wort für euch einlegen. Das ist ja voll intrigant hier. Die spielt doch nur mit uns. Die sagt uns, was wir tun sollen. Wir sind nur eine Marionette in dem Spiel. Bla bla bla. Aktuelle Situation. Der Handelsweg nach Konstanza steht. Doch du solltest ihn in naher Zukunft ausbauen, damit Händler schneller reisen können. Inzwischen wünscht die Kaiserin, dass du dich in Konstanza um eine Handelslizenz bemühst. Hierzu ist ein gutes Verhältnis zum dortigen Bürgermeister nötig, doch Eudokia wird dir dies erleichtern. Nutze Diplomatie, um eine Handelslizenz in Konstanza zu erhalten. Verkaufe dann mit Hilfe deines Händlers insgesamt 300 Waren in Konstanza. Beachte, kaufst du während dieser Aufgabe Waren in Konstanza, erhöht sich die Zielmenge entsprechend. Aha, da wären wir gar nicht drauf gekommen jetzt. So. Genau, um Diplomatie, da müssen wir natürlich mit unserem Speer hinreisen. Um die Handelsbeziehung zu verbessern, musst du dies vom jeweiligen Stadtherr fordern und im Gegenzug etwas Wertvolles anbieten. Alle Warenpreise hängen von Angebot und Nachfrage ab. Die wichtigste Regel ist daher: Kaufe günstig, verkaufe teuer. Dankeschön. Endlich. Jetzt weiß ich, was ich bei den 15.000 Vorgängern falsch gemacht habe. Ist der Kampf vorbei? Haben wir gesiegt? Wir haben gesiegt, aber die Kampfstärke ist auf 1 runtergegangen. Bedeutet, wir haben einen Mann verloren. Was ist jetzt mit dem Karren? Werter Herr, würden Sie sich mal zum Karren... So gut wie angekommen. Deine Einheit findet eine alte Karre, die anscheinend einen Händler zurückgelassen hat. Plötzlich stößt einer laut auf eine Kiste. Hastig öffnet er sie und findet einen Goldschatz. Super. So gut wie angekommen. Und jetzt reise mal nach Konstanza, damit wir mal ein bisschen Diplomatie machen können. Die längste Praline der Welt. Da sehen wir, von Konstanza führen alle Wege führen nach Konstanza, wie man hier sieht. Das Spiel wird gespeichert. Dann versuchen wir mal, diplomatisch zu sein. Guten Tag. Ich hoffe, dass wir einiges zusammen anpacken können. Natürlich, werte Dame. Wir unterbreiten ein Angebot. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Und da wir ja gerade einen Goldschatz gefunden haben, über 15.000, was können wir denn sonst noch? Ware? Nö. Komm, 15.000. Gut, das machen wir so. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Dürfen wir jetzt handeln? Oder müssen wir erst noch irgendwas anderes machen? Das habe ich noch nie so richtig verstanden. Gibt es noch etwas, was wir klären müssen? Nee, aber ich würde gerne handeln. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Wieso? Das habe ich, wie gesagt, noch nicht so 100% verstanden. Was ich jetzt machen kann. So, Handelslizenz erlangen. Nutze Diplomatie, um eine Handelslizenz in Konstanza zu erhalten. Verkaufe damit Hilfe. Welche deine Einheiten? Und meine. Musst du dies von mir.
Ja, soll ich jetzt noch mehr Geld bieten oder was? Na dann lasst mal euer Angebot hören. Nochmal Nummer 15.000. Das ist so abgemacht. Meine Sympathie 47%. Aber wir dürfen immer noch nicht handeln, wie es ausschaut, oder? Täglich werden 2% der Arbeiter entlassen, das ist ja auch wunderbar. Da kommen wir überall noch nicht hin. Gibt es? Soll ich denn sonst noch? Na dann lasst mal euer Angebot hören. Ah, Forderung, Handelsabkommen. Ah, okay. Ah, okay. Na super. Habe ich einfach mal so 15.000 gegeben. Geben wir nochmal 15.000, ist zwar blöd jetzt, aber jetzt habe ich es auch gerafft mit der Forderung. Das ist so abgemacht. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt können wir hier nämlich auch handeln. Wir haben zwar momentan keinen Karren in der Stadt, es gibt auch keinen Händler. Kann man da nicht irgendwie sagen, hey, wie wäre es denn mal? Aber dann schicken wir unseren Händler mal hin und 300 verkaufen sollen wir. Müssen wir natürlich jetzt erstmal diese neue Straße entdecken. Da kommt sowieso unser Händler gerade wieder. Der gute Krasimir Balakow ist gerade hier on the way. Krasimir Horvath heißt er natürlich eigentlich. Aber Balakow kommt ja auch aus Bulgarien. So. Dann würde ich hier jetzt fast gar nichts verkaufen. Ist ja noch ordentlich Platz. Hier kann man, glaube ich, noch einen Karren hinzufügen. Plus, genau. Dann kann man nämlich genau 300 mitnehmen. Dann nehmen wir mal ordentlich Früchte mit hoch. Denken wir, dass das ganz gut wird. Getreide auf jeden Fall. Pelle verkaufen wir mal hier. Genauso wie Wolle, allerdings nicht so weit runter. Ziegel nehmen wir noch mit. Und dann ist der Laden auch schon voll. Müssen wir schauen, dass wir das da oben auch loswerden. Wir können natürlich nochmal kurz schauen, was denn hier überhaupt gefordert wird, bevor wir jetzt blind hinfahren. So, Früchte ist schon mal sehr, sehr gut. Genauso Ziegel, Holz, Wolle brauchen die hier oben gar nicht. Da sind die sogar richtig gut. Dann würde ich die Wolle doch hier unten lassen. Und lieber noch was anderes mitnehmen. Dann verkaufen wir die Wolle jetzt einfach hier runter, weil wir müssen ja 300 verkaufen. Dann nehmen wir noch Ziegel mit. Und dann fahren wir jetzt nach oben. Damit müsste die Aufgabe ja dann eigentlich auch schon wieder gelöst sein. Bisschen gedauert, bis ich das damit Handel und Vorschlag habe. Jetzt einfach mal immer ein bisschen Geld gespendet. Haben wir natürlich ordentlich Kohle verloren. Etwas blöd gewesen. Egal. Dafür erkundet jetzt quasi unser Händler dort den Weg für uns und unseren Spieler schicken wir mal weiter in den Norden. Hä? Ist das denn alles zu weit entfernt? Der steht doch direkt da. Weit entfernt von Sofia. Fast da! Aha, das ist nicht so weit entfernt. In einer Fremdstadt in der Nähe wird ein Auftrag angeboten. Diesen kann... Ja. Ist doch okay jetzt. Jetzt haben wir dreimal einen Errungenschaftsfortschritt erreicht. So, es wird irgendwo ein Raubtierversteck ist ebenfalls. Freie Händler. Null. Super. Wir haben ja immer noch unseren Krasimir on the way. Ah, jetzt ist er da. Der gute Krasimir Horvath. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen vom Tempo runter. Weil das ja, wie gesagt, eigentlich ziemlich wurscht ist. Und jetzt denke ich mal, können wir eigentlich alles auf Null verkaufen, hoffe ich. Ah, Getreide haben die selber. Egal, ich verkaufe das mal, weil ich 300 verkaufen muss. Früchte. Boah, ist jetzt aber auch blöd. Ich verkaufe jetzt mal mit Verlust, obwohl ich das normalerweise nie machen würde. Aber damit wir jetzt weiter zum den Fortschritt erreichen. So, und vom Geschäfte machen. Es ist gut, wenn du einen Freund hast. Doch viele Freunde sind noch besser. Mit einem jeden sollst du Handel treiben, dass dein Reichtum stetig wachse. Dein Volk wird dankbar sein, wenn's auf dem Markte viele Waren gibt. Und vom Gewinn kannst du bald weitere, größere Schritte tun. Dankeschön, Rahib. Das war wieder sensationell. Ein unglaublich weiser Mann. Die Stadt
Konstanza ist dein Handelspartner geworden. Nun sollst du weitere Abnehmer für deine Waren finden, um deinen Gewinn zu vergrößern. So, nächstes Ziel, finde weitere Handelspartner, sodass du über insgesamt 4 Handelslizenzen verfügst. Am einfachsten triffst du mit Städten in Kontakt, zu denen Sofia bereits eine Straßenverbindung hat. Sobald du eine Handelslizenz mit einer Stadt hast, kannst du dort Handel treiben. Kaufe in einer Stadt die Waren, die dort produziert werden, und verkaufe sie dort, wo sie knapp sind. So machst du die besten Handelsgewinne. Dankeschön. So, dann können wir nämlich hier jetzt nochmal was kaufen. Theoretisch können wir jetzt den Scheiß, den wir hier relativ günstig verkauft haben, wieder einkaufen. Oh, das war eigentlich, ja, das ist immer noch ordentlicher Preis. Eigentlich 140 ist, glaube ich, der Normalpreis. So, dann nehmen wir wieder, na, Früchte gibt es da unten ja genug. Wolle nehmen wir wieder ein bisschen was mit, beziehungsweise da hatten wir ja gar nichts. Also das sind schon richtig, ich glaube, das sind Preise, die man sonst nirgendwo bekommt. Ja, ist gut, Mädchen. Konstantinopel wäre natürlich eine Idee, aber da können wir natürlich nicht hin, da müssen wir erst Diplomatie aufsetzen. Jawohl, ab geht's, Junge. Und dann, ja, wird natürlich jetzt gerne... Liegt in der Nähe. Ja, ja, Entschuldigung. Würde jetzt eigentlich gern mit meinem Händler hier runterfahren. Aber das geht jetzt leider nicht, weil wir die Stadt quasi noch nicht erkundet haben. Mit Freude. Und vor allem hätte ich gerne eine Straße von Sofia nach Thessaloniki. Das wäre natürlich sehr sinnvoll, genauso wie nach Vibra runter. Wir haben ja hier noch einen Bautrupp. Da könnte doch theoretisch eine Straße von Sofia... Wie viel kostet das denn? Transitabkommen. Ach so, genau. Ja, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, ja, das habe ich ja nur gemacht, dass die Ware unter Preis verkauft. Weil wir da jetzt die nächste Stufe erreichen wollten. Das mache ich normalerweise natürlich nicht. Ihr seht ja schon, dass ich die Zeit immer runterstelle, weil ich ein absoluter Geizkragen bin. Und hier auch immer darauf achte, möglichst das Maximum rauszuholen. Dann versuchen wir jetzt mal mit Konstantinopel. Jawohl, wir sind ein Pfadfinder. Ist das nicht wunderbar? So, achso. Ja, nein, nein, nein. Straße bauen wollen wir ja gar nicht. Wir nehmen wieder den Speer und machen ein wenig Diplomatie. Zum Gruß. Beachtet ruhig mal meine schicken Städte. Ja, das meine ich. Also, was die da sagen, das ist wirklich ein bisschen peinlich, muss man zugeben. Also, beachtet mal... Ihr habt was anzubieten? Immer gerne. Ach, die gute Eudokia. Ist eine nette. Muss man sagen. Boah, die will gar nicht viel. Ach, ich biete trotzdem mal ein bisschen mehr. Bieten wir mal 5000. Und wir würden gerne ein Handelsabkommen. Ja, mal ein Transitabkommen. Das ist so abgemacht. Yay! Damit haben wir schon 2 von 4. Dann hätten wir jetzt theoretisch auch hier runterfahren können. Aber dann schicken wir den Speer jetzt nochmal nach Thessaloniki. Und dann würde ich da gerne Straße bauen, einfach nur, weil ich es kann. Aufsetzen! Aber trotzdem ein bisschen blöd, dass Speer und Händler nicht quasi so in einem geht. Das war ja früher eigentlich immer so. Und der Speer ist natürlich, ja, ein bisschen angeschlagen. Da kann man eigentlich gerade mal schauen. Ist ja sowieso ein bisschen Zeit. Mal schauen, das ging ja dann hier beim Gasthof. Dort könnte man ja dann quasi auch einen Speer, Händler, Siedler... Ah, okay, also hier kann ich quasi auch noch einen Händler für mich anwerben. Wollt ihr gegen mich antreten? Tessellatus ist ja dieses typische Würfelspiel. Hier kann man noch Karren zukaufen für die Stadt, damit man quasi möglichst viel Ware hin und her bewegen kann. Ich würde jetzt nochmal einen Händler anwerben. Du kannst keinen weiteren Händler anheuern. Pro Stadt, die du kontrollierst, darfst du je einen Händler, Sitter und Bautrupp in deinen Diensten haben. Aha, das ist auch gut zu wissen. Finde ich aber auch ein bisschen schade. Aber wie gesagt, so ganz bin ich jetzt noch nicht durchgestiegen. Aber ich denke mal, das kann man auch nicht unbedingt verlangen. Mal schauen, ob unser fliegender Holländer hier jetzt schon angekommen ist. Unsere berittene Truppe. Dann werden wir hier auch noch ein wenig Diplomatie walten lassen. Gibt es noch etwas, was wir klären müssen? Ist ja gut, immer sie mal gleich so aggressiv sind. Na dann lass mal euer Angebot hören. Ach komm, sind wir mal nicht so großzügig. 3000 müssen doch reichen. Für die alte Schabracke hier Transitabkommen vorschlagen. Da mache ich aber nicht mit. Na dann lasst mal euer Angebot hören. Gut, dann sagen wir halt auch 5000.
Gut, das machen wir so. Jetzt haben wir auch hier ein Transitabkommen. Müsste oben jetzt nicht 3 von 4 stehen. Ich sehe da nur 2. So, jetzt können wir auf jeden Fall mit Thessaloniki... War das jetzt nur ein Transitabkommen oder gibt war es das... noch etwas? Na dann lasst mal euer Angebot okay, hören. Jetzt müssen wir noch das Handelsabkommen machen. Ja, dann machen wir nochmal 5000. Wie gesagt, ist ja auch nur das Tutorial. Wir werden schon wieder zu Geld kommen irgendwo. Handelsabkommen. Gut, das machen wir so. Sehr schön. Jetzt ist es auch 3 von 4 und jetzt würde ich gerne nochmal das mit dem Bautrupp versuchen. Wir haben hier oben einen, der eh nur blöd rumsteht. Das war der falsche Knopf. Da haben wir unseren Bautrupp und ich würde jetzt gerne nochmal eine Straße festlegen von Sofia nach Thessaloniki. Das sieht doch gut aus. Das bestätigen wir mal. Ein schöner Weg. Ja, finde ich auch einen sehr schönen Weg. Vor allem können wir jetzt hier, haben wir hier einen kleinen Kreislauf schon mal. So, wo, welche Stadt würde ich denn noch gerne? Eigentlich würde ich gerne Vibra. Fast da. Genau, da fahren wir jetzt hin, machen da auch nochmal ein bisschen Diplomatie. Bringen ein bisschen Schokolade mit. Unser Händler ist schon wieder da oder nee, ist noch auf dem Weg. Da sehen wir ihn, den guten Krasimir. Der bringt uns jetzt auch ein bisschen Kohle mit. Und dann hätte ich eigentlich ganz gern mal einen zweiten Händler. Können wir hier... Können wir nichts machen. Was gibt's denn bei der... Jetzt geht nichts mehr. Wo wir das Handels... Achso, wir haben keinen Händler in der Stadt. Deswegen können wir da auch nichts machen. Muss man wahrscheinlich dann auch erst noch ein Kontor bauen, einen eigenen. Ja, das schauen wir uns alles dann nach und nach an. Find's aber ganz interessant. Wie gesagt, viel übrig geblieben von den Vorgängern. Aber natürlich noch viel, viel Übung und Lernbedarf. Aber das machen wir dann ja im richtigen freien Spiel. Jetzt sind wir in Flo. Ich habe nicht viel Zeit. Worum geht es? Ja. Was wollt ihr mir denn anbieten, außer leeren Versprechen? So, wir müssen erstmal ein Transitabkommen abschließen mit ihm. Da bieten wir mal 4000, nehmen wir mal den Mittelwert. Dies ist das schlechteste Angebot, das mir jemals unterbreitet wurde. Und jetzt will er nicht mehr mit uns sprechen, der Sack. Ist ja unglaublich. Dann gehen wir halt nach Split und versuchen da vielleicht dann noch eine Straße hinzubauen. Aber Vibra wäre natürlich besser gewesen. Na gut, jetzt ist der Junge erstmal ein bisschen sauer auf uns. Wir haben immer noch 110.000. Und ich hoffe mal, dass der Karren da jetzt endlich mal ankommt. Das dauert ja ewig. Und vor allem, dass wir dann immer nur einen Händler pro Stadt. Das finde ich schon schwierig. Ja gut, irgendwann hat man dann eben... Es ist ja wie Konvois, so muss man das ja sehen. Und man hat ja bei... Selbst bei Rise of Venice hat man ja dann höchstens 15 Konvois selbst gesteuert. Die waren dann halt relativ groß. So, sind's. Unser Händler ist in der Stadt. Dann verkaufen wir mal wieder ein bisschen was. Wolle. Jetzt können wir ja auch in die anderen Städte theoretisch rein. Nach Thessaloniki können wir mal runterfahren. Dann nehmen wir ein bisschen Früchte mit. Da können wir sowieso ordentlich was verkaufen an Früchten. Auch Getreide. Dann nehmen wir nur mal einen Karren mit dazu. Komm, wir nehmen einfach mal alle 6. Und versuchen dann hier ein bisschen Reibach zu machen. Früchte kaufen wir mal fast auf. Da produzieren wir natürlich eine brutale Überproduktion, weil die kaum einer wegkauft. 80 ist, glaube ich, der Normalpreis, deswegen können wir eigentlich auch noch über 80 gehen. Holz haben wir auch eine deutliche Überproduktion. Und dann ist der Karren auch schon wieder voll. Jetzt haben wir gar keine Ziegel mitgenommen. Naja. Das mache ich normalerweise, wie gesagt, nicht. Machen wir jetzt trotzdem mal, um noch ein paar Ziegel an Bord zu haben. Und dann fahren wir mal runter nach Thessaloniki und lernen mal die neue Stadt kennen und handeln dort. Unser Speer ist jetzt auch schon angekommen im Split. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen... Ich hoffe, euer Angebot lohnt sich für mich. Oh Gott, das ist auch noch Gernot Hassknecht. Was könnt ihr mir bieten? Ausgerechnet Gernot Hassknecht, der jetzt unser Angebot annehmen muss, das Transitabkommen. Schätzt euch glücklich. Dankeschön. Was könnt ihr mir bieten? Wir bieten nochmal 5000. 4000 ist anscheinend zu wenig. Und wollen das Handelsabkommen haben. Wir hätten natürlich auch gleich 10.000 bieten können für beides. Schätzt euch glücklich, denn ich...
Halt die Fresse. Von Werken und Wegen. Viele Käufer sind dir gutes Gold in deinen Taschen. Finde das rechte Maß und deinem Volke wird es an nichts mehr fehlen. Doch werde überdies nicht müd. Erbaue weitere Handwerkshäuser und vergiss auch deine Händler nicht. Sind ihre Karren groß, so wächst gleichwohl das Maß der Kostbarkeiten, die sie tragen können. Ja. So, die aktuelle Situation. Ausgezeichnet, du verfügst nun über genügend Handelspartner, um die Waren verkaufen zu können, die in Sofia produziert, aber nicht verbraucht werden. Nun solltest du deine Produktionskapazitäten weit erhöhen, damit du jegliche Nachfrage abdecken kannst. Es ist nun auch an der Zeit, über die Transportkapazität deiner Händler nachzudenken. Also ist unser nächstes Ziel, errichte weitere Produktionsstätten in Sofia, sodass du 14 Betriebe besitzt. Errichte vor allem Betriebe, deren Waren du bei deinen aktuellen Handelspartnern verkaufen kannst, ohne einen Überfluss zu erzeugen. Füge außerdem einem Händler eine zweite Handelskarre hinzu. Das klingt doch ganz gut. So, zusätzliche Karren werden im Gasthof hergestellt. Wähle einen Händler an und nutze die Funktion Organisieren, um Karren hinzuzufügen. Das habe ich doch sowieso schon gemacht. Der Junge hat auch 6 Karren dabei. Nutze die Funktion Handelsroute einrichten, um einen Händler also automatische Handelsrouten. Genau, da haben wir jetzt auch schon... Derweil in Sofia noch Vorbereitungen für den Besuch der Kaiserin getroffen werden, bereist Eudokia selbst den Osten des Reiches. Sie will die Städte und Provinzen näher kennenlernen und auch das Volk soll die Gelegenheit bekommen, sich ein Bild von der neuen Herrin zu machen. Insbesondere Barnas, Graf von Odessa und Bruder des Patriarchen, weiß mit blühenden Siedlungen zu beeindrucken. Die Kaiserin lässt keine Möglichkeit aus, um alles über die neuartigen Technologien zu erfahren, die hier eingesetzt werden. Barnas indes zeigt ebenfalls ein gewisses Interesse. So, da kam wieder der Einspieler und wir haben das nächste Ziel quasi jetzt schon direkt erreicht. Ganz witzig. So, ich wollte aber eigentlich gerne hier noch eine Straße bauen von Sofia nach Split. Eigentlich eine ganz coole Handelsroute, geht auch relativ schnell. Und dann bestätigen wir das. Werter Leon, auf meiner Reise nach Odessa habe ich Barnas, den Bruder des Patriarchen, besucht. In seinen Provinzen blüht und gedeiht es. Er sagt, seine Gelehrten hätten eine neue Anbaumethode für Getreide entdeckt. Die Drei-Felder-Wirtschaft. Ich wünsche, dass auch eure Bauern diese neue Erfindung nutzen. Es wäre mir eine Freude, eure Felder in voller Pracht zu sehen, wenn ich Sofia besuche. Ach, die gute Eudokia. So, haben wir mal wieder was von ihr gehört. So, Kaiserin Eudokia war zu Besuch bei einem Adligen namens Barnas. Er ist der Bruder des Patriarchen von Konstantinopel und Graf von Odessa. Seine Bauern erzielen durch die Entdeckung der Drei-Felder-Wirtschaft wesentlich höhere Erträge. Das kennt man ja auch schon aus einigen Vorgängern, dass man dann inzwischen auch ein bisschen forschen konnte. Also ist unser nächstes Ziel, beschäftige dich mit neuen Technologien, rufe den Dialog Entwicklung auf und erforsche mit Hilfe von Entwicklungspunkten die Drei-Felder-Wirtschaft. Das machen wir dann aber alles in der nächsten Folge. Und langsam kommt das Ganze ein bisschen in Schwung, man kann ein bisschen handeln, man macht auch ein bisschen Gewinn. Ich habe ein bisschen viel Kohle rausgehauen vorhin, als ich das mit den Verhandlungen um das Handelsabkommen noch nicht so richtig raus hatte. Ich hoffe mal nicht, dass das uns noch zum Verhängnis wird, aber durch cleveres Handeln werden wir es hoffentlich überstehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Grand Ages Medieval und werden weiter expandieren, neue Städte, neue Betriebe. Es wird alles ein Imperium werden. Dann sehen wir uns wieder, bis dann.